Tag, Kinders! Da bin ich wieder! 2014! Oh mein Gott! Was ist mit deiner Frisur, Lein? Ich dachte, machst du heute einfach mal so. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es geht. I love my Kinders! Vielen Dank, Anna. Neues Jahr, neues Glück. Ich bin wieder back in dem Business drinne, ja? Und wir machen heute direkt mal eine Bravo-Analyse. Und das Cover hat mich schon so schön angelächelt, weil mein totaler süßer Liebling Miley Cyrus da drauf ist und Selena Gomez. Und die beiden wohl irgendwie Streit haben sollen. Miley, du Bitch, heißt es hier. Mega Beef zwischen den Supergirls. Was ist passiert? Ich glaube natürlich wieder überhaupt nichts. Warum sollten die beiden Beef haben? Totaler Quatsch. Kommen wir aber gleich zu, wenn wir bei dem Artikel sind. Bravo Otto Wahl, vote für dein Lieblings-VIP. Och, es wird wieder der süße kleine Otto vergeben, der goldene. Jack mich nicht. Liebessensation. So süß verkuppelt er seine Mom. Justin Bieber hat wohl seine Mom verkuppelt. Was da wohl wieder hinter steckt, Bravo. Krasse Beauty Fails. Mila Kunis erwischt, Mila und Co. ohne Make-up. Ja, sieht nicht sehr prickelnd aus, die liebe Mila. Obwohl man ja denkt, das ist eine ganz hübsche. Ihr könnt es jetzt gerade wahrscheinlich nicht sehen, aber hier sieht es so aus, als wäre sie gerade von einer ekelhaften Alkohol-Exzess-Party gekommen und hätte seit einer Woche Alkohol getrunken und wäre dadurch ein bisschen aufgequollen. Aber hat die auch schon. Gehen wir mal direkt rein in das Ding. Hier ist es. Miley, du fiese Bitch. Was hat das auf sich? Sie ist am Boden zerstört. Gefühlschaos pur. Die Schauspielerin versteckt sich vor dem Fotografen, ist nur noch genervt. In einem neuen Interview heult sie plötzlich los. Was hat das jetzt mit Miley zu tun? Pass mal auf, ich habe mir den Artikel gerade ein bisschen durchgelesen. Und es soll wohl darum gehen, dass Selena jetzt Miley Style kopiert. Und Selena sauer darauf ist, dass Miley mit dem Style, beziehungsweise mit dem, ich will jetzt kein Teenie mehr sein, ich mache jetzt einen auf Erwachsen und kiffe rum, mehr Erfolg hat als sie. Was völliger Quatsch ist, erstmal stellt sich Selena nicht so wie Miley in der Öffentlichkeit und zieht sich halbnackt auf und lässt sich mit einem Wrecking Ball da durch die Gegend schwingen. Quatsch! Die stellen es hier so dar, als hätte Selena gesagt, weil du mit dem Ich bin kein Teenie mehr Image Erfolg hast, bin ich sauer auf dich. Aber nirgendwo ist hier irgendwie ein Zitat oder Kommentar von Selena, dass sie zu Miley geschrieben hätte, ich hasse dich, du Bitch! Bist nicht nass! So ein Quatsch, Alter, Bravo. Warum macht ihr sowas? Warum bleibt ihr nicht einfach mal bei der Wahrheit und versucht, warum denkt ihr euch immer irgendwelche Geschichten aus? Gebt mir mal irgendwo ein Zitat von Selena, wo sie geschrieben hat, Miley, du scheiß Bitch, du zickige Bitch, du doofe Tröte. Jetzt wird sie von allen gedisst. Unsere liebe Lordy soll wohl von allen gedisst werden. Ach, sie liebt ihn so sehr. Ach, sie ist mit so einem Chinesen oder so zusammen. Und so haten ihn diese Fans. Wem das Bild von Lordy und ihrem BF kein ekliges Gefühl gibt, mit dem stimmt was nicht. Sie hat One Direction ugly genannt. Jetzt guckt euch mal ihren Freund an. Ich lache in 37 Sprachen. Lordys Boyfriend löst in mir ein Fremdschämgefühl aus. Sind die dumm, Alter? Es ist doch scheißegal, wie ein Mensch aussieht. Wenn die sich mit dem versteht, dann ist es doch cool. Was habt ihr denn damit zu tun? Und wie, sie hat One Direction ugly genannt. Kann ich mir nicht vorstellen. Diese Stars sind gegen sie. Cher Lloyd, Joe Jonas, Selena Gomez. Cell wehrt sich. Ich bin es leid, dass Frauen so dargestellt werden, sagte Lordy über Cells Songs. Selena darauf, Lordy unterstützt andere Girls. Ja, das heißt jetzt, dass sie was gegen sie hat, oder was? Hä? Die hat dann nur gesagt, sie unterstützt andere... Boah, Alter, Bravo, bravo, bravo. Aber hier, kommen wir mal hierzu. So süß verkuppelt er seine Mom. Ein Mann für Mama. Der Sänger will Patty endlich wieder happy sehen und sucht für sie einen Boyfriend. Patty, wen hättest du denn gern? Justins Entdecker Scooter vielleicht? Der hat auf jeden Fall was im Köpfchen oder doch lieber Usher? Der... Oh, bravo. Boah. Wo hat Justin jetzt schon wieder gesagt, dass er seine Mutter verkuppeln will? Man, was denkt ihr euch immer für eine Scheiße aus, ey? Ich will langsam aggressiver kriegen, zum Wenn zum Geher. Oh, das hat im Arsch weh. Alter. Oh, das hat Arsch weh. Oh. Weiter geht's. Schauen wir uns mal die Poster an. Ach, die liebe Vanessa Hutchins. Mit einem Kusslöffel. Das ist aber fein. Ich hab Vanessa. Bitte, Dagi, verzeih mir. Wen haben wir hier? Wer sind die? Big Time Rush. Kenne ich immer noch nicht. Hatte ich schon öfters jetzt mal von gehört, aber ich kenne die immer noch nicht. Ah, Daniele Negroni. Oh, was hat der da an? Ein Herzhemd. Muss ich mir auch kaufen, oder?
Meint ihr, ich soll mir auch ein Herzhemd kaufen wie Daniele Negroni? Dann gib mir mal einen Daumen hoch. Love Talk. Ein Junge, ein Girl, zwei Meinungen. Sie lässt sich von ihren Kumpels angraben. Was bist du denn für eine Pussy, Alter? Wenn einer von meinen Kumpels die Dagi anpacken würde, dem würde ich den Kopf losgeben, dass er mit seinem Kopf gegen die Wand knallt und einen doppelten Scheitelbasisbruch hat. Nein, Spaß, ich würde dem nur sagen, hör bitte auf damit. Sie sagt, meine Jungs sind mir wichtig. Ja, toll. Dann sind sie dir wichtiger als dein Typ? Du mach doch ein Yangbang, wie wär's denn damit? Und jetzt sagt Dr. Sommer, ohne Vertrauen geht's nicht. Wer ständig eifersüchtig reagiert, nimmt sich selbst und den anderen irgendwann den Spaß an der Beziehung. Da muss ich euch einmal in meinem Leben recht geben, Bravo. Bravissimo, ihr habt es gerade geschafft, mich einmal zu überzeugen. Liebe braucht vor allem eins, Vertrauen. Denn ohne gibt's bei jeder Kleinigkeit Stress. Richtig, zweiter Punkt. Boah, was dingelt da hinten so, Alter? So, Schnauze. Oh, jetzt geht's los. Die besten Sex-Toys. Für Anfänger. Du hast vielleicht noch nicht mit deinem Schatz geschlafen, aber könntest stundenlang mit ihm kuscheln. Hier sind viele schöne Ideen, neue zärtliche Berührungen auszuprobieren und euch gegenseitig zu verwöhnen. Ohne Sex. Nennt man auch Padding. Oder Vorspiel. Lustwürfel. Oh, Lustwürfel. Warum nicht mal die Würfel entscheiden lassen, welche Körperstellen geküsst und gestreichelt werden? Am besten vorher ausmachen, wer die aktive oder passive Rolle übernimmt. Prinkelnde Kombinationen wie Brust und Kuss heizen euer Liebesspiel an. Schatz, da hast Brust und Kuss, jetzt musst du meine Nippel ablecken. Massageöl, gedämpftes Licht im Hintergrund, leise Musik, ein verführerischer Duft. Und dann spürst du, wie dir etwas Warmes den Rücken runterläuft. Es ist Samen von deinem... Nein! Mit leichtem und mal mit stärkerem Druck gleiten weiche Fingerkuppen über deine Haut. Kneten die Schultern, streichen über die Hüften, den Po, Punkt, Punkt, Punkt. Weiter soll man hier nicht reden, da kann es nämlich unten zur Fotze hingehen. So erregend kann man massieren sein. Wichtig, das Öl vorher in den Händen anwärmen. Das heißt, da soll ich mir jetzt das Öl in die Hände schmieren, so schön an. Ey, nee. Feder. Ach, man kann auch mit einer Feder schönen Erektionen. Du fühlst nur den Hauch einer Berührung, so zart wie Schmetterlingsflügel. Nichts verursacht mehr Gänsehaut als eine Feder, die über jede Stelle des Körpers streichelt. Ich mag's lieber, wenn die Dagi mit ihren fetten Krallen über die Arme geht. Das ist schön gänsehautmäßig. Augenbinde. Wer nichts sieht, spürt mehr. So werden Berührungen und Küsse noch viel intensiver. Entweder verbinden sich beide die Augen oder nur einer. Hört sich ein bisschen nach Shades of Grey an. Oh, 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 oh. Jetzt kommen wir zu den Fortgeschrittenen, Leute. Zu den Fortgeschrittenen. Tipp. Befeuchtet den Dildo vorher mit Gleitgel, dann flutscht's besser. Ja. Heißt vorher schön mit Vaseline eincremen, dann kannst du ihn auch heftiger reinpreschen. Nein, man sollte natürlich immer zärtlich mit dem Geschlechtsteil des weiblichen... Dinge. Dildos gibt es in unterschiedlichen Größen und Formen, um sie besser in Muschi oder Po einführen zu können. Oh, jetzt gehen wir schon in den Hintereingang. Vorher mit Gleitgel einschmieren, das Tolle am Kunstpenis. Girls können sich damit auch super selbst befriedigen. Also wisst ihr Bescheid, Mädels. Falls es dein Typ nicht bringt, schnapp dir ein Dildo, stopfen die in den Arsch oder in den anderen Teil, aber vorher schön mit Vaseline einschmieren, dass das da auch... Und desinfizieren, wenn du da unten Bakterien hast. Das ist ekelhaft, wenn der ganze Pilz da stinkt nach oben, dann kriegst du das Kotzen. Handschellen, langweilig. Handschellen, was soll an Handschellen erregend sein? Du wirst gefesselt, die geht scheiße, du weißt nicht, was du machen sollst. Vibratoren, ist doch das gleiche wie Dildo. Ja, nee, da musst du von den Kitzler mit ran. Und Rollenspiele, langweilig, langweilig. Also, Dr. Sommer, deine Fragen der Woche. Ich habe in der Badewanne abgespült. Ah, geil. Meine Freundin und ich haben gebadet, dabei lag sie zwischen meinen Beinen. Das hat mich so geil gemacht, dass ich gekommen bin. Shit, kann sie jetzt schwanger sein? Klar, die sind wie so kleine Fischchen, sind die so durch das Wasser geschwommen in deine, ne? In die, von deiner, genau.
Davon wird deine Freundin nicht schwanger. Mach dir keinen Stress. Die Samenzellen sterben im Badewasser sehr schnell ab. Sie können auch nicht in die Muschi deiner Freundin schwimmen, nur wenn ihr beide Geschlechtsverkehr in der Wanne habt und frische Sperma direkt in ihre Vagina gelangt. Ist ein Schwangerschaft möglich? Übrigens, mit hormonellen Verhütungsmitteln wie zum Beispiel der Pille verhütet ihr im Nassen und im Trocknen sicher. Kondome dagegen rutschen im Seifen- oder Ölbad vielleicht zu leicht ab. Weißt du Bescheid? Also die kleinen Fischchen können nicht einfach so in die von deiner, ne? Mieses Zeugnis, wie sag ich's meinen Eltern? Ach, mal was nicht mit Sex zu tun hat, bravo. Könnt ihr damit Geld machen? Gucken wir mal. Ich habe sauschlechte Noten und bald gibt's ja das Halbjahreszeugnis. Meine Eltern werden bestimmt total ausflippen. Was soll ich nur tun? Plünder dein Sparschwein, besorg dir ein Flugticket nach Lampukistan und fang ein neues Leben an. Was sagt Dr. Sommer? Sprich vorher mit ihm. Warte nicht bis zu Zeugnis, bla bla bla. Was für ein Quatsch, Alter. Du kriegst den Arsch so oder so aufgerissen, wenn du scheiß Noten hast. Und wenn nicht, dann sind deine Eltern reich, weil sie wissen, wenn sie reich sind, dann brauchst du eh nichts lernen und kannst unbesorgt das ganze Tag Geld von deinen Eltern ausgeben. Ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder so viel Zeit mit Dr. Sommer verbracht, dass ich jetzt mal hier schnell noch gucke, was das Beste ist. Ashley Benson, Selena Gomez und oh, die drei, da muss ich sagen, die finde ich sexy. Er ist auch ganz sexy, ja. Aber worum geht's überhaupt? Ach, bravo Otto-Wahl, ja, natürlich. Ja, die können halt alle gewinnen, ne? Als ob die sich jetzt die Mühe machen, nach Deutschland zu fliegen, nur um sich so einen hässlichen Otto abzuholen. Freunde. Oh, 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 die geilsten Kino-Blockbuster 2014. Spider-Man 2 kommt raus. Dann kommt noch 300 Rise of Empire. Geil, neuer 300-Film oder what? Dann kommt Mockingjay von The Hunger Games. Dann kommt Vaterfreuden mit dem Matthias Schweighöfer, auch sehr vielversprechend. Captain America The Winter Soldier. Boah, der Paranormal Activity, der neue, die gezeichneten, ne? Ey, da kack ich mir ja gerade schon komplett den Arsch weg, ne? Weil das wahrscheinlich total überbrutal sein wird. Und die letzte Seite, meine Freunde. Es wird in der nächsten Ausgabe zwei Megaposter geben. Einmal Matthias Schweighöfer und einmal Miley Cyrus. Sehen sich da beide auch sogar ein bisschen ähnlich von den Frisuren. Wenn ihr Bock habt auf weitere Bravo-Analysen und schöne Dr. Sommer Sexspielzeuge, dann gebt mir einen Daumen nach oben, dann kommt auch schnell wieder eine neue Bravo-Analyse, weil ich habe gemerkt, ich mache die nicht so oft, aber die gefallen euch immer wieder so krass. Deswegen gebt mir einfach einen Daumen hoch, wenn ihr weiterhin Bock auf eine Bravo-Analyse habt. Glaubt nicht jeden Schwachsinn, Selena Gomez und Miley Cyrus haben keinen Streit, das kann ich euch versichern, das sind beides meine besten Freunde. Nee, Spaß, aber das ist Quatsch, das ist nur ausgedacht, die wollen euch einfach irgendeine Geschichte, nur damit ihr was zu reden habt. Nur damit ihr dann rumlabert, ja, die hätten Streit, obwohl es gar nicht so ist. Also glaubt nicht jeden Scheiß, der euch gesagt wird, ja. Das ist freie Meinungsäußerung, die ich hier habe. Ich kann sagen, was ich will und ich weiß ganz genau, dass es eine ausgedachte Scheißgeschichte ist. Links von mir seht ihr jetzt nämlich meinen Jahresrückblick. Mega krass geworden, mega Emotions. Ich heul am Ende fast. Ich gehe mit euch komplett nochmal das letzte Jahr zusammen durch. Schaut mal hier rein, klicken hier. Und rechts von mir seht ihr, so erkennst du wahre Freundschaft. Da geht es darum, dass ich euch ein paar Tipps und Tricks zeige, wie ihr herausfindet, ob ihr auch wahre Freunde habt, ob die auch wirklich cool zu euch sind, klickt da drauf. Schaut euch erst hier den Jahresrückblick an, das ist ein super Video geworden. Und dann schaut euch mal an, wer eure wahren Freunde sind. Ja, hier sind diese Tipps, wo du genau dann weißt, ach, die Chantal war doch gar nicht so eine Freundin, wie ich gedacht habe. Die ist mir ja schon 100-mal fremdgegangen. Lesbisch oder... Ich laber schon wieder zu viel Scheiße, Leute. Vielen Dank für das Jahr 2013 nochmal. Vielen Dank, Anna, für diesen mega coolen Pullover. I love my kinders, das weiß jeder. Und glaubt nicht alles, was euch das Fernsehen und so sagt. Wir YouTuber sind die Echten. Wir sagen euch die Wahrheit. Ich sag euch tschö und ich hab euch lieb. Ciao. Ihr habt das Video ja komplett zu Ende geguckt. Wie krass ist das denn? Hallo? Naja, wenn du auf hier klicken drückst, dann kommst du zu allen Bravo-Analysen, die ich je gemacht habe. Ich habe mal eine Playlist erstellt, wo alle Bravo-Analysen drin sind. Und wenn du jetzt auf hier klicken drückst, einfach in die Mitte des Bildschirms, einfach da auf hier klicken in der Mitte, dann gelangst du zu der Playlist, wo alle Bravo-Analysen drin sind. Ich wünsche euch noch ein schönes Fest, frohe Arschnachten und ihr seid die Besten. Spaß, ihr seid die Allerbesten.